Das war zunächst mal noch eine Frage, wie weit wird es gehen, was kann noch sein, was darf nicht sein. Aber dann auch relativ rasch die Feststellung, doch ja, es ist jetzt nicht mehr möglich, den Gottesdienst öffentlich zu feiern. Es ist verboten, es ist eingeschränkt. Schnauft man zunächst mal, denkt sich ja. Auf der anderen Seite war dann schon auch interessant zu sehen, ja, gut, es ist aber wichtig, dass wir jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, dass wir das Leben einstellen, uns in eine Wattekiste packen lassen, bis alles vorüber ist, sondern dass es weitergehen muss. Und das ist das Interessante oder das Wichtige, dass der Gottesdienst weitergeht, auch wenn er nicht öffentlich zugänglich sein darf. Theoretisch war ich im Urlaub, aber Gott sei Dank bin ich nicht weggefahren, als dann an jenem Freitag das Mail um 7.45 Uhr eintraf und in dem Moment war der Urlaub vorbei, in dem Moment war zu telefonieren, in dem Moment war zu organisieren, in dem Moment mussten Weichen gestellt werden, dass wir in diesen, Anführungszeichen, Krisenmodus kommen, dass, ja, dass klar ist, das Leben geht trotzdem weiter. Wir müssen uns der Herausforderung stellen. Klar, das Erste und Einschneidende war, Erstkommunion muss abgesagt werden. Gott sei Dank war das von vornherein eine Vorgabe von Speyer, dass wir nicht noch hin und her überlegt haben, ob es vielleicht unter Umständen möglich wäre. Das war die einzig richtige Entscheidung und die hat uns auch entlastet. Andere Entscheidungen, die Sitzungen alle zu canceln, ja, den öffentlichen Gottesdienstbetrieb einzustellen und stattdessen eben im Privaten den Gottesdienst zu feiern, ist dann schon eine kleine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, was dann auch eine gewisse Entlastung darstellt, ist, die vielen Termine, die bis in den Abend hineingehen, fallen weg. Manche Termine ist es zwar schade drum, es wäre schön, es wäre gut, weil Glaubensweitergabe, Glaubensverkündigung ja vor allem auch im direkten Kontakt, im Miteinander stattfindet. Andere Termine mit Sitzungen, mit Konferenzen, mit rauchenden Köpfen, ach Gott, das fand ich dann eigentlich gar nicht so schlimm, dass die wegfallen. Und ich merke dann auch, wie gut mir das tut. Und wie gut mir das dann tut, dass der Abend, ja, dass der Abend dann wirklich ruhiger geht, gelassener angeht, dass mir das auch persönlich gut tut, wohl tut. Dann auch mal, wenn das Wetter danach ist, am späteren Nachmittag einen längeren Spaziergang zu machen über die Höhe und in die Natur. Auf der anderen Seite, ja, ich habe mir dann auch gedacht, wie kannst du Kontakt halten? Unser Pfarreiratsvorsitzender hat gleich eine Facebook-Seite für die Pfarrei geschaltet, hatten wir bisher nicht. Ich habe gedacht, ich fange eine Nummer kleiner an. Ich habe bei Instagram mich mal angemeldet und versuche da jeden Tag so ein Bild mit einem Impuls reinzustellen. Aber ich sehe auch, wie viele andere Impulse da zu finden sind, wie viele da was tun, wie viele da kleine Ansprachen machen, vor allem von jungen Priestern, Diakonen, Seminaristen, die auch schon im Verein sind, wo ich dann da verfolgen kann, wo ich mir denke, hoppla, ja, auch tolle Ideen. Das Ganze hat natürlich auch ein bisschen jetzt diese modernen Kommunikationsmittel gepusht, weil vorher wollte ich mich eigentlich nicht mit Facebook und Instagram und so weiter beschäftigen. Das Einzige, was ich vorher schon ein bisschen getan habe, war in WhatsApp, wo ich dann auch jeden Tag versuche, ein, zwei Impulse in den Status reinzusetzen. Und ich sehe, bis der Tag rum ist, so 40, 50 Leute haben es dann schon angeguckt, was ich reingestellt habe. Nicht nur aus der Pfarrei, auch, die ich weiter kenne, aber es ist gut, es ist schön. Und es sind vielleicht nur kleine Brötchen, die wir da backen können. Aber vielleicht sind es gerade diese kleinen Brötchen, die notwendig sind, und nicht das große Buffet,
an dem sich die meisten sowieso viel zu reich bedienen und am hinten nach das gar nicht verdauen können. Vielleicht sind es die kleinen, die kurzen Impulse, die kurzen Häppchen, die dann Nahrung geben können. Ja, natürlich, manchen geht es hier schon ganz schön gewaltig auf den Keks und die sind unwillig, sind vielleicht zornig. Und ich denke mir auch manchmal, also könnte ja jetzt wieder anders weitergehen. Wir wissen es aber nicht, was kommt. Und ich denke, es ist trotzdem wichtig, das Ganze immer noch und trotz allem als Chance zu begreifen. Ja, wenn wir gefragt werden, was wir wollen, dann kommt da immer irgendwie so eine Antwort raus, die Richtung Wellness geht. Dass wir uns rundum zufrieden fühlen, dass uns alles in den Kram passt. Aber so ist das Leben nicht. Und so ist das Leben besonders jetzt in dieser Corona-Krise nicht. Aber jetzt gilt es eben zu sehen, warum, wieso? Und was macht's mit mir? Und es ist okay, wenn ich unwillig werde. Es ist okay, wenn ich zornig werde, weil das hat mit der Lebendigkeit zu tun. Die demente Oma im Altenheim, die kriegt es nicht mehr mit, die reagiert nicht mehr drauf. Aber es ist schon gut, wenn bei uns das Leben sich wieder Bahn brechen will und dann zu den verschiedenen Äußerungen kommt. Und dann anfangen, damit umzugehen. Und dann vielleicht auch anzufangen zu sagen, ja, mein Gott, warum ist das so? Und diesen Zorn, diesen Ärger durchaus auch vor Gott zu bringen. Nein, nicht brav sein vor Gott. Ja, ich meine, leider meinen ja manche, man kann sich mit dem lieben Gott nur unterhalten wie mit einem Opa. Aber das ist doch nicht wahr. Es ist der lebendige Gott. Und gerade die Regungen des Lebens, auch die Wut, der Zorn, das Nicht-mit-Einverstanden-Sein, das gehört in die Beziehung mit Gott rein. Ich hoffe und wünsche, egal wie es weitergeht, ob jetzt die Ausgangsgeschichte schnell aufgehoben wird oder ob wir noch warten müssen, ob wir noch über den 1. Mai warten müssen, wenn zu viel beim schönen Wetter rumlaufen. Egal. Aber fangen wir an, eben da mit Gott zu ringen. Fangen wir an, das nicht irgendwie nur so stoisch zu ertragen, sondern mit ins Leben einzubeziehen, und so dann auch, ja letztendlich, auch im eigenen Leben zu erfahren, was Ostern ist.